What's up, Freaks? Willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Sulfa zum Spiel, T-Portal 2. Heute auf Gold Rush als Soldier, Black Box und das andere Ding, dessen Name mir gerade entfallen ist. Komischerweise, gucken wir mal, was damit jetzt gerade so geht. Denn was geht hier mit so ist immer ganz viel. Ja, er will mich hier nur erblässt. Das hat er mir gerade schon, wollte er mir gerade schon unter Beweis stellen. Sehr lustige Mannschaft, die hier gerade rumläuft. Und sehr einfach zu kontern. Bis auf den Einpyro gerade, wie gesagt. Der will mich hier schon die ganze Zeit wegblasten. Und der hat das auch schon einmal geschafft. Gebe ich ja zu. Der ist gar nicht so schlecht. Und da hat mich der Heavy jetzt eben weggekriegt. Das ist schade, aber so kann ich nämlich, so kann ich zumindest eben mal ganz, ganz schön gemütlich einsteigen. Vor allem mit 18 Sekunden Wartezeit hier. Und zwar VBT Finale. Ihr wisst ja, Video Battle Turnier, Rappers in. Und nun ja. Kurz gesagt, schon ein geiles Finale im Endeffekt. Also die Rückrunden haben mich schon teilweise umgehauen. Zumindest die von Split. Die von Mel war mal so richtig scheiße. Habe ich, glaube ich, auch schon irgendwann mal gesagt, letztes, glaube ich. Nun, da möchte ich aber auch gar nicht hinaus jetzt. Es geht mir eher darum, die Ergebnisse sind nämlich jetzt draußen vom Finale. Und das Finale lautet, das Ergebnis, Split Testing hat gewonnen. Und zwar irgendwie, Schlag mich tot zu Schlag mich tot. Ja, ich weiß, das ist eine gute Zahl. 58 zu 27 hat Split gewonnen. Wo ich einfach mal sagen muss, ja, das ist schon mal haushoch. Obwohl ich auch ehrlich sagen muss, ja, das hat der aber auch so verdient, der Split, weil der hat einfach eine gute Runde geliefert. Und das war jetzt richtig nice hier, wenn ich hier so ganz gechillt den Eingang bewache und ich jetzt mal kurz weggehe und wieder komme und schieße. Nicht schießen. Das ist enttäuschend. Ja, 3, 2, 1. Merkt sich doch nicht, doch nicht. Das ist problematisch. Das ist nicht problematisch. Und ich mir gleich mein Leben wieder. Und ich brauche eben irgendwo, Munition liegt ja oben. Ich habe gerade jemanden getötet. Munition liegt hier. Da ist die Pfanne mit dem Arsch. Out random crit. So muss das sein, Leute. So muss das sein. Gehen wir mal schnell runter. Keine Sentry. Oh. Nope. Noch ein random crit. Da freue ich mich ja richtig, auch wenn ich gestorben bin. Aber da freue ich mich ja richtig. Also, das Glück ist auf meiner Seite, wie man gerade unschwer erkennen kann. Und ja, Seb Sentry. Seb. Ich weiß, Grammar-Nazi und so, aber ah, das kann ich nicht sehen, das kann ich nicht sehen. So, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich habe mir gestern Starbound geholt. Ja, ich habe es mir jetzt geholt, obwohl ich mir noch, obwohl ich mir nicht mal Videos angeschaut habe. Ich habe einfach nur im Kopf gehabt, es ist wie Terraria und es wird auch so sein. Und das war unglücklich für dich, Kollege. Noch unglücklicher, oh, was zur Hölle? Okay, du bist kein Spy. Nee, also Starbound habe ich mir jetzt geholt, wie gesagt, keine Videos angeschaut, habe es denn jetzt gestern gespielt und war sehr positiv überrascht, ehrlich gesagt, aber auch relativ nicht positiv überrascht bei ein, zwei Geschichten, nämlich zum Beispiel, dass ich jetzt gerade nicht sehe, wo ich hinlaufe, hier brennt mir zu viel, gerade ehrlich gesagt. Nein, was mache ich denn für Mist hier? Mist, 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 Mist. Das nennt man ein wirkliches Mist bauen. Und danke an Mr. Maddie, der mich gerade hochhält. Dankeschön. You know what you're doing. Und hier ist niemand. Alle tot. Hm? Schon wieder ein Sentry. Der versucht auch immer wieder. So, also, ich habe jetzt Starbound gespielt. Der Anfang war wirklich ein bisschen, da dachte ich erst so, wie funktioniert diese Scheiße jetzt bei Starbound? Weil ich habe ja erst, man hat ja erst das Crafting-Menü, sage ich jetzt mal ganz simpel. Also, was man mit C aufruft hier. Oh oh. Das hat er überlebt, das fasse ich ja nicht. Nee. Also man hat ja erst das Crafting-Menü, was man mit C aufruft. Und bei der, oh Gott, danke schön. Und bei der, Tinkerforge da, also bei der, bei der Furnace oder wie auch immer das Ding heißt, womit man die ersten Sachen dann quasi, sich basteln kann. Da muss ich erstmal versuchen, da muss ich erstmal durchsteigen, dass ich das mit E aktivieren muss und damit ich auf die Crafting-Rezepte zugreifen kann. Weil das ist nicht ersichtlich. Das war nicht ersichtlich, meiner Meinung nach. Komm schon, noch ein Treffer. Sonst wird's zu knapp. Weil ich brenne hier gerade so richtig schön weg. Okay, ich glaube, also ich will ja nicht sagen, dass ich so ein bisschen geholfen habe, hier den Push vorzubereiten. Aber ich glaube, ich habe hier so ein bisschen geholfen, den Push vorzubereiten. Den relativ harten Push und dann Forgiving Push. Bis down. Müssen wir vorsichtig sein. Wir aktivieren das Ding und rushen runter. Leben. Hätte besser laufen können. Ist gut gelaufen. Ist auch gut gelaufen. Ist nicht gut gelaufen. Okay. Okay. Das ist nicht gut gelaufen.
Nee. Und jetzt meine Frage an euch. Tut mir leid, ich zögere das immer so hart hinaus. Ihr kennt mich ja. Das ist ja schon normal bei mir. Also, ihr wisst ja, was ihr gewohnt seid. Ich weiß ja, was ihr gewohnt seid. Und zwar, soll ich Starbound Let's Playen? Weil, also ich habe bisher, ich glaube, meine Gesamtspielerfahrung beläuft sich bisher noch auf das Tutorial. Und das habe ich noch nicht mal durchgespielt. Weil, wie gesagt, einige Stellen dachte ich mir so, wie geht das jetzt? Wie benutze ich das jetzt? Wo kriege ich diese Fasern her? Diese, damit ich, hier. Ja, damit ich die irgendwie zweite Quest oder so erfüllen kann. Diese Fasern, damit ich... Ich weiß nicht mehr genau, was ich da bauen musste. Auf jeden Fall eine Menge Rätsel sind gewesen, die ich erstmal aufklären musste. Nach einer Zeit hat das dann auch geklappt. Und die steht da ganz schlecht, Kollege. Das war wieder so. Da oben ist ein Sniper, ich weiß. Und das ist ein böser... Wieso? Warum hat er mich nicht geaxtet? Der hätte mich so wegaxten können. Und da... Oh, danke schön. Jetzt kann ich mich an das Medikit drücken. Und sind das Bots? Ganz ehrlich, das sind Bots, oder? Ich meine, das ist ein Valve-Server. Guckt, das ist ein Valve-Server. Aber das sind definitiv Bots. Sie spielen so. Nein? Oder auch nicht? Jetzt bin ich mir doch nicht mehr sicher. Hahaha, Messer still. Komm schon. Kriege ich den Medic noch? Ja, mein Medic. Hoi. Da wollen sie aber welche wissen, ne? Da wollen sie aber wissen. Oh, Dankeschön. Du hast mich sowas von gerettet, Kollege. Oh, noch eine Dominierung. Das gefällt mir. Nein! Props an dich, Zirov. Das war unerwartet. Sehr unerwartet. Also, soll ich Starbound Let's Playen? Ja oder nein? In die Kommentare. Und dann gucken wir mal, was da so abläuft. Also ich tendiere momentan zu ja. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, ich bin gespannt. Und there is no premium. Dude. Learn to play. Not use prem. Wink emoji. Ich hasse sowas. Ich hasse Leute. Ich hasse Menschen. Wisst ihr, ich hasse Menschen. Menschen sind voll dumm. Wisst ihr? Ja, so ist es halt. So ist es halt. Oh nee, er hat einen schwarzen Pilz an. Das überrascht mich gerade ein bisschen. Dann bin ich nicht der Einzige hier. Und das war zumindest der Medic. Und das wäre fast noch der Pyro gewesen. Nochmal danke, Körper. Du bist mich immer schön am Löschen. Das machen ja die wenigsten. Okay. Yes! 33! Oh, fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an. Okay, ist ja Valve, aber... Fühlt sich gut an, nachdem ich gestern gefühlt schlecht gespielt habe. Also gefühlt, weil da ist eigentlich mehr drin als Pyro. Und dann nochmal mein Kill, yay. Aber naja. Gehen wir mal weiter, und zwar One Piece Naruto. Ich weiß, das habe ich schon lange nicht mehr angeschnitten, deswegen auch nur einmal ganz kurz angeschnitten. Keine Sorge, ich werde hier nicht wieder einen mega Nerd-Talk draus machen. One Piece verfolge ich ja so oder so überhaupt nicht mehr. Nicht mal den Anime und auch die Manga nicht mehr, weil One Piece einfach nur noch langweilig ist. One Piece ist mir zu langsam, One Piece, die Comics, also die Comics, sag ich schon. Entschuldigung, die Mangas bei One Piece sind mir, das konnte ich nämlich vorher nie begründen, sind mir zu aufgeblasen. Die Begründung hatte ich irgendwie vorher nicht. Es ist mir heute endlich mal richtig aufgefallen, was mich so stört an diesen Comics. Mangas. Bin ich aufs, ach, goddammit. So, also was mich stört an diesen Mangas. Nun. Ist mir wie gesagt so aufgeblasen und jetzt hab ich mich gerade mal so durch den neuesten Manga einfach mal eben geskippt. Ich habe die letzten drei oder vier nicht mehr geschaut. Und was sehe ich? Jetzt ist wieder irgendwie doch wieder ein Grund, mir das anzuschauen. Nämlich, dass Big Mom, also hier einer der vier großen Kaiser, kommt auf einmal mit dem Schiff an und bedroht jetzt die Strohhut-Crew. Und da denke ich mir nur so, ha, das reizt mich doch schon irgendwie wieder ein bisschen zu gucken. Dementsprechend, also, der Reiz ist da. Bei Naruto ist momentan eine ganz andere Geschichte. Naruto ist beim Ende. Naruto ist am Ende. Also im Sinne von der Manga ist am Ende. Weil Obito ist tot. Das ist jetzt Zetsu hat jetzt Obito übernommen. Und das ist eine ganz krumme Geschichte da. Weil Zetsu ist Madaras Wille. Und die können auch so kommunizieren und so weiter und so fort. Madara ist jetzt am Leben. Weil er hat halt Zetsu, also seinen Will benutzt. Um Obito wieder zu beleben. Mehr oder weniger. Also der war halt schon kaputt. Und... Solange die miteinander verschmolzen sind, bilden die eine Art Symbiose und der hat das dann verwendet, um mit dem Rinne... Rinne... Nee, wie hieß es nochmal? Das Rinne-Wiedergeburts-Jutsu...
hat er jetzt Madara wiederbelebt. Was bedeutet, Madara ist am Leben, hat keine Augen mehr, weil er seine Augen anscheinend ja weggegeben hat an Obito oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er die Augen geschlossen. Er hat jetzt das Senjutsu-Chakra von dem ersten Hokage. Weil er hat ja den Hokage-Kopf in seinem Kopf implementiert und hat da jetzt irgendwie das Senjutsu-Chakra abgesaugt. Und dementsprechend. Alles sehr heftig, alles ein bisschen komisch. Madara läuft jetzt erstmal ohne T-Shirt rum. War so ganz typisch Bösewicht halt irgendwo schon wieder. Und ja, mal kicken, wie sich das so entwickeln wird. Okay, interessant. Ist nicht so viel. Ist hinten das Sentry oder hätten wir da lieber hingehen sollen? Ja, wir hätten da lieber hingehen sollen. Sorry, ich habe den schlecht genutzt. Ich habe es einfach nur nicht gesehen, weil hier zu wenig ist. War, immer noch ist. Aha. Ah, ja. Oh, das wäre ein schöner... Ach nur, wir sind ja... Ich bin ja blau. Nicht rot. Michael, sag ich doch. Da kommt gleich ein Dämon-Man. Irgendwo ist ein Dämon-Man. Das ist immer irgendwo ein Dämon-Man. Oh, Mister, tut mir leid, du bist down. Du bist auch down, schnell einsetzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du bist down und ich habe jetzt erstmal meinen schönen Boost hier. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Also, das freut mich ja gerade einen richtigen Keks hier. Wie ich einfach allein die Stellung hier, also Random Crit und nochmal einsetzen hier. Also solche Momente kann ich nicht reden. Solche Momente müssen einfach Gameplay-mäßig ausgekostet werden, wenn wir hier an deren Spawn campen. Auch wenn es assi ist, aber wir können es ja. Und sowas muss ausgenutzt werden. Sie kommen um die andere Seite. Nein, das war ein Dämon. Oder? Kommen sie durch die andere Seite? Ja? Oh, das wäre ein schöner Random Crit geworden. Ich betone, wäre und gewonnen. Das nenne ich mal eine erfolgreiche Runde, würde ich doch sagen. Absolut erfolgreich. Kann man nicht meckern. Jumping! Jumping! Aua, das hat weh. Ups, ups. Oh, Instant Respawn. Yeah! Yeah! Naja, auf jeden Fall, Madara ist jetzt der ganz letzte böse Starke. Obito ist noch irgendwo da, aber auch irgendwo nicht mehr da und dementsprechend will Dings jetzt hier, will Madara jetzt die Bijou angreifen, will sie damit in sich aufnehmen und will dann der nächste Dings da auf The Six Paths werden. Wie auch immer er nochmal hieß hier. Ja, ansonsten, so viel zu Naruto schon wieder, weil wir wissen alle, dass Naruto der nächste dass er der nächste, wie hieß er denn jetzt nochmal, scheiße, wie hieß er denn jetzt nochmal, Sage of the Six Paths, nee, also ihr wisst glaube ich, was ich meine auf jeden Fall, den einen großen Urtypen da, der das Jutsu erfunden hat. Beziehungsweise die Mutter, aber er hat das dann auch. Ne, er hat das Jutsu. Ach egal, scheiße. Interesting. Eigentlich bin ich überhaupt nicht geil auf Hudu, weil Hudu eigentlich nur scheiße ist als Map. Oh! Auch noch zu mir gesprungen hier. Auch wenn nicht ganz freiwillig. Wenn nicht auf freiwilliger Basis hier in dem Fall. Aber naja, ist mir doch egal. Ja, das rote Team hat hier wirklich ein paar Schwierigkeiten. Tut mir ja fast schon leid. Aber auch nur fast. Weil ich mache hier keine Kills. Ich bin zu langsam. Wir sind zu viele Menschen hier. Okay. Was denkst du, was ich hier regel? Interessant. Interessant. Eins, zwei, ich mache einen Sprung. Das war eigentlich schon wieder ein bisschen zu hart knapp. Möchte ich irgendwo sagen. Oh Gott, ich mach Mist. Stirb! Warum stirbst du nicht, Mann? Treff dich doch mal! Ach, shit. Oh, shit. Oh, shit, 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 shit. Also, das würde ich jetzt gerade als leicht problematisch ansehen. Das überlebe ich nicht, oder? Oh Gott, oh Gott. Na? Es war den Versuch wert. Das war den Rettungsversuch wert, möchte ich sagen. Nee, also hier habe ich jetzt gerade auf jeden Fall, wow. Was kommt denn? Jetzt habe ich das Ding nochmal. Den Shinbei-Baukasten habe ich gestern schon mal gefunden. Denselben.
Ich fass es nicht. Zweimal hintereinander. Dammit. Nee, also diese Runde werde ich jetzt so schlecht abschneiden, weil ich jetzt einfach diesen schönen Anfangspush total verpasst habe. Eigentlich schade, also ich werde auch nicht in den Top 3 sein, was ich immer so ein bisschen als mein Ziel ansehe. Ansonsten möchte ich jetzt auch über die Tinker Forge reden, das schiebe ich jetzt nämlich schon seit einigen Videos auf. Die Tinker Forge ist etwas, was ich mir bald holen werde, vermutlich. Das müsst ihr euch vorstellen als kleines programmierbares Board. So wie euer Mainboard am PC, kann man sich das ein bisschen vorstellen. Nur, dass es halt alle selbst programmierbar ist. Es gibt da mehrere Einzelheiten, die man da reinpacken kann. Und das war ein schöner Kill. Nee, also es gibt da so verschiedene Module, die an so ein Master-Modul rangepackt werden können. Und das ermöglicht einem... Das ermöglicht einem eine ganze Menge Möglichkeiten mit diesem kleinen Board. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, Temperatursensoren oder Touch-Sensoren da anzupacken, dass man dann Tastendrücke simulieren kann. Also, das ist ein richtiges Hardware-Stück. Nicht irgendwie simulierter PC, das ist schon ein richtiges Stück Hardware, was sie in der Hand hat. Das Grundding kostet irgendwie 30 Euro und die Adapter kosten jeweils nach Anwendung. Also so ein Temperatursensor für ja, normale Temperaturen für außen und so weiter liegt dabei 8 Euro irgendwie. Der Touchsensor liegt dabei 5 Euro plus dann jeweils die Tasten 2 Euro. Und man kann halt irgendwie 8 Tasten anschließen. Man kann auch ein Numpad anschließen als Touchscreen-Ding und so weiter und so fort. Also gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Es gibt eine Menge Stromzähler, es gibt Strommesser an dem Ding, also... Ja, im Grunde alles, was das Herz begehrt, wenn es um Hardware-Programmierung geht um irgendwelche Messwerte auszulesen. Es gibt sogar ein Barometer, um Luftdruck zu messen. Es gibt, was gab's da noch? Es gibt Feuchtigkeitsmesser, wie gesagt, es gibt Temperaturmesser, es gibt ein, es gibt dann auch natürlich Sachen für Ausgabe, sowas wie, Piepgeräusch, also so ein kleiner, so ein kleines Ding, was halt Piep-Tot, Dings macht. Oh, ist das ein Spamboard? Ah, wir haben ein Spamboard hier, aber ich bin ja so oder so gleich fertig. Oh mein Gott, was war das denn? Nee, also ein Spamboard habe ich, das ist das zweite Mal, dass ich ein LeMau Spamboard sehe. Wie gesagt, das ist ein, eigentlich halt ein Tool. Ein Cheat-Tool ist das. Ganz interessant eigentlich. Und, ich weiß nicht, warum dieses Tool immer im Chat spammen muss. Es ist mir immer noch ein Rätsel. Oh! Ich muss doch eben nachladen so bis und den, naja, wir machen das mal eben mit der ganzen Gruppe hier, die alle stehen. Dann habe ich, glaube ich, gerade einen Erfolg bekommen. Ja, ich habe einen Erfolg bekommen, endlich. Nämlich, hier, wie nennt man das? Hier, unterstütze deine Teammitglieder, unterstütze 7 Freunde mit Buffs auf einmal. Ein Erfolg, den ich schon lange was halt gerne haben wollte. Endlich habe ich ihn. Ein Hoch drauf. Na, wie gesagt, bei diesem Tinker Forge-Ding gibt es dann halt noch andere Sachen, also ganz unterschiedliche Geschichten gibt es da. Ich kann das dann mal gerne, wenn ihr das gerne möchtet, könnt ihr das gerne in die Beschreibung posten. Das ist wirklich sehr interessant für alle Hardware-Bastler oder die es werden möchten, weil es ist halt sehr einfach. Es ist einfache Programmierung, es ist, es gibt da verschiedene API-Programmierungen für C, C++, Java, es gibt da, also alle möglichen Programmiersprachen sind da vertreten, mit denen das funktioniert. Das ist schon eine richtig nice Sache. Oh, also, wen es interessiert, ich kann es gerne in die Beschreibung posten und dann könnt ihr euch da ja selbst ein bisschen mit beschäftigen. Wie gesagt, die Hauptteile, also die Mindestdinge sind noch relativ günstig, aber wenn wir da zum Beispiel zu solchen Geschichten wie WLAN-Adapter oder Funkadapter kommen, so ein WLAN-Adapter kostet dann doch schon seine 80 Euro. Und das ist eigentlich eins der Dinge, die ich sehr gerne haben möchte, denn es ist natürlich dann auch möglich, dass du mit den... Aua. Denn es ist natürlich auch möglich, dass man dann mit den mit diesem Board, was man gebastelt hat, dann auch per Handy drauf zugreifen kann. Wenn man sich so ein Funkding dran bastelt mit Funksteckdosen, kann man per Internet seine Wohnung steuern. Ich kann dann hier mit Funksteckdosen halt, das wird dann übertragen, über WLAN kommt dann das Signal an die Tinkerforge. Dann die Tinkerforge sagt dann hier, sende das zum dem Funkdings. Also zu der Funksteckdose, dann kann ich quasi mit meinem Handy mein ganzes Zimmer den Strom kontrollieren, mehr oder weniger. Also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Dann kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt am Treppenhaus bin, ich so, ha, ich bin gleich oben, mache ich schon mal bei mir im Zimmer den Strom und PC an. Passt, kann ich einfach mit dem Handy dann regeln. Dürfte sehr interessant sein. Ansonsten, es gibt auch noch, das habe ich vergessen, den Bewegungssensor. Das ist so der Hauptgrund, warum ich es haben möchte. Ich möchte einfach so sehen, so, wenn ich jetzt in meinem Zimmer bin, möchte ich so sehen, wenn meine Mutter gerade in das Nebenzimmer kommt. Weil da weiß ich natürlich, dass sie zu mir will und dann kann ich das so machen, dass ich das dann so merke. So, oh, da ist gerade neben Zimmer, die will bestimmt zu mir. Dementsprechend, also Spielereien ist das. Das ist reine Spielerei.
Aber ich stehe auf so eine Spielerei. Und wie gesagt, das Grundkit, das kostet so 30 und dann die Module so 10, 20 jeweils. Und dann werde ich mir, denke ich, so im Bereich 100 Euro da Module holen und so weiter und so fort. Und dann wird das passen. Dann werde ich mich erstmal einen Keks freuen. Ah, ich wusste es. Da kann man immer gut. Ich stehe da so am Straßenrand zu Fuß und schieße die Leute da noch einfach ab. Yo. So, jetzt wird's interessant. Buff rausholen. Na? Na, ja, geht doch. Geht doch? Nee, geht doch nicht so ganz. Aua. Nun, 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 da oben. Bin ich ja gar nicht nett. Das war knapp. Ich habe noch irgendwas getroffen, glaube ich. Habe ich noch was gekillt? Nope, vergiss es, Kollege. Oh, das war Maike, nicht mein Assist. Ja, du bist ein Spider, sehe ich doch. Also bitte, ein bisschen weniger lächerlich, ein bisschen. Oh. So, also ich mache das Leben noch eben. Egal wie lange es jetzt auch. Ich weiß, dass ich längst über der Zeit bin. Und zwar um Längen. Aber heute mache ich mal um Längen über die Zeit. Das ist okay. Okay, ich bin ein bisschen übereilig, glaube ich. Ich liebe diese Speedbuff halt. Und ich baue Mist. Ich habe mein Uber nicht vernünftig genutzt und habe total gefailt. Weil ich nicht genug Dinge habe zum Nachladen. Scheiße. Scheiße. Oh, scheiße. Wir müssen springen. Ich muss springen. Ist down. Und du, Mr. Pyro, gehst jetzt... Flug, Pyro. Flieg, mein Vögelein, flieg. Sterbe einfach von meinen Füßen. Nope, nope, nope. Keine Lust auf Mini-Settings, Kollegen. Spy. Spy. Das ist ein langes Leben, was ich hier gerade führe. Und schade, dass der Random Crit nicht getroffen hat. Das wäre so schön gewesen. So, hol ich wieder den Buff raus? Ich würde sagen, ja. Ganz fix einmal. Bin ich evil oder bin ich evil? Oh, oh, okay. Jetzt ist nicht mehr so evil. Jetzt nicht mehr so toll evil. Na, getroffen aber zumindest noch. Oh Gott, da fliegen die Stickies. Also ich überlebe selten so lange. Vor allem mit einer Punktzahl von 33 ist schon... Wow, oder kriegt der Random Crit? Ist er rausgeflogen? Er ist rausgeflogen! Ich fass es nicht. Ah, oben nicht getroffen. Schade. Ich darf den Dämon passen wir eben auf ein bisschen. Spy. Und schmerzhaft. Schmerzhaft für die Augen, für den Mund und für die Nase. Macht zwar keinen Sinn, was ich gerade labere, aber es ist so. Vielleicht. Nope. Tut mir leid. Tut mir leid, wenn du taunten willst, auch wenn es Lauftaunt ist, dann muss es, dann kann ich das nur, kann ich nur sagen, verpiss dich, Junge. Okay, das ist gemein, aber verpiss dich, Junge. Neuer Buff, ich weiß, dass ich hier richtig gut am Unterstützen bin momentan. Ja, ich bin immer so hektisch, wenn ich diesen Buff habe, ich liebe Speedbuffs. Die gehen einfach am meisten ab. Immer schon und werden es auch immer sein. Brauche ich eine Waffe, jetzt brauche ich das Metall. Ich brauche einen Metall-Respawn, oder da oben. Nicht! Okay, danke. Ich brauche Munition. Ich brauche dich viel dringender als du. Du bist hier gerade ein Spy rausgelaufen. Das haben wir alle gesehen. Und das ist schon wieder nicht mein Kill gewesen, der hier. Das war absolut mein Kill. Absolut. Ja, wenn du dich so unsichtbar, wenn du dich so wieder sichtbar machst, ist es auch schon wieder klar, dass du verlierst. Gegen The Mighty Sulfur. Sulfur mit E's. Keine Munition mehr. Selten, selten. Wirklich selten. Fast Michael. Oh oh, das war's. Das war ein Glückstreffer. Okay, super. Ich werde jetzt nicht zum Medikit drin. Ich will hier mich wieder selbst auffüllen, sage ich jetzt. Oh Gott, random Crit. Und da kommt der Spy. Da kommt der Spy von der Seite. Aber Heidewitzka. Heidewitzka. 22. Ich bin stolz auf mich selber. Vor allem mit einer Punktzahl von 38,4 einfach mal eben KD. KD und 25 Minuten, scheiße. Naja, zum Glück
Das ist euch vielleicht noch nicht aufgefallen, aber vielleicht noch ein bisschen. Ich habe die Qualitätsänderung ein bisschen gemacht, weil ich jetzt nämlich immer über Nacht render und hochlade. Dementsprechend kann ich tagsüber so viel zocken, wie ich möchte und habe keine Probleme mehr. Was mir eine Menge Arbeit erspart, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vor allem 25 Minuten, Überlänge heute. Volle Durchpower. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr wisst ja, wie das Video gefallen hat. Kommt hier liken. Bis dahin. Ciao, ciao.